Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt und zwar spielen wir heute Project Ozone 2 Reloaded. So, während ich jetzt auf den Server connecte, erst einmal eine kleine Info bezüglich Vanille-Provinzen. Ist pausiert. Nicht eingestellt, wird nicht komplett abgebrochen, es wird noch weitergeführt, keine Sorge. Aber, der Server ist momentan von den Mitspielern her tot. Es sind vielleicht noch mit mir zwei oder drei da. Unter anderem auch, sag ich jetzt mal so lieber nicht. Das könnte ein bisschen scheiße wirken. Und da Crazy momentan, wo ich mich jetzt auch mit ihm verbündet habe und alles, jetzt auch noch ein bisschen zeitlich sehr stark eingeengt ist und so weiter, habe ich gesagt, komm, mach ein Backup von der Map und dann, wenn es bei dir besser geht, machen wir weiter. Von mir ist auch als Streamprojekt oder so, Hauptsache wir machen es noch weiter. So, dann habe ich ihn gefragt, was er denn gerne mal so sehen würde und so weiter. Und das werde ich jetzt mal anfangen. FTB Mode Set Kappa. Oh. Muss ich jetzt mal gerade ganz schnell meinen Browser starten? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Data slash OP. Dosh LP. Sehr schön. Browser schließen. Und jetzt noch einmal. VX. Hab ich das zu klein geschrieben, ne? Ja. So. Es laggt. Es laggt. Das ist gewollt. Weil die ganzen Rezepte werden jetzt umgeändert. Game of Z Kappa wurde geladen. Und das heißt jetzt im Klartext. Lass mir jetzt mal ganz schnell hier. Nee, Global auf. Nee, wir machen. Doch, Utility. Was bedeutet das jetzt im Klartext? Naja. Warte mal, hier für so schöne Rezepte. TNT. Ein Pisten. Ofen. Also im Klartext, das wird. Ja. Yeah. Das wird lustig. Oh, ich will aber wieder wie immer. Game Rule. Keeping. Ja, machen wir. Und wir machen. Nenne ich Game Mode. Game Rule. Du. Nee, nicht du. Das war nur Mob Griefing. False. So. So, dann fangen wir an. Hier unseren schönen Baum. Tracken wir mal ein bisschen hoch. Jawoll. Und dann nehmen wir einfach hier den Zeppling und hauen den ganzen Baum einmal weg. Wie haben wir das jetzt gemacht? Ganz einfach mit dem Mod Vein Miner. Ich wollte gerade schon wieder Ore Excavator sagen, das ist der neue Mod. Und ich würde sagen, wir bauen mal unsere Plattform ein bisschen aus. I cry, I cry every team. Mein Hund hat sich jetzt gerade zu mir noch ins dazugelegt, so nebenbei, und denkt sich gerade, mit wem redet der Idiot da? Bin immer noch überlegen, welches Questbuch ich nehme, aber ich glaube eher das hier. Warte mal, das war. Genau. Da haben wir ja die Möglichkeit hier. So. Auf jeden Fall, ich würde generell erstmal sagen, wir verarbeiten alles erstmal zu Planken. Und machen dann hier noch Slabbies. So. So. Für einen Anfang würde ich das noch zuhalten, solange wir noch nicht so wirklich Zugang zu Kohle haben. Aber dann platziere ich hier nochmal eine Fackel. Und mache so. Tue das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Quasi alles erstmal.
Haben wir schon, was wir in der Loot-Test haben? Oh, ein Schwamm. Können wir bestimmt nicht gebrauchen. So, das Schöne ist, ich schaue jetzt mal nach. Wir brauchen noch 6 Oak Barrels. Mach mal lieber so hin, dass da was weg von der Fackel ist. Ach ja, schauen wir uns auch den Mond auf. Mondaufgang an. Habe ich Partikel aus? So, wie man hier sieht, man kann die Bäume hochdrücken. Aha, aha, twerk it, baby, twerk it, aha, 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 ja. Der ist aber jetzt hartnäckig. Aha. Schon wieder so ein großer. 28 Holz. Und neue Saplings, sehr schön. Hier aus machen wir jetzt einfach mal die, und so, ne? Also hier einmal die... diese hier. Und wir brauchen noch einen. Ja, wieso habe ich mich jetzt entschieden, Project Horizon 2 zu spielen? Ich habe viel davon im Internet gelesen. Ich habe es auch schon ein paar Mal selbst gespielt, aber nie zu Ende. Ich habe immer wieder empfunden, ist ein super Pack. Macht mir übelst Bock. Und jetzt habe ich mich entschieden, es ist soweit. Das letzte Modpack auf der 1.7.10, was ich spielen wollte, fängt an. Begin again. Die machen wir mal hier dran. Warum ist das das letzte Pack, was auf der 1.7.10? Naja, es kommt irgendwie nichts mehr so wirklich gut heran. Und deswegen habe ich gesagt, wir... da das... eins mittlerweile meiner Lieblingspacks ist, gefühlt. Ich mache hier mal gerade den. Sehr schön. Habe ich gesagt, okay, das mache ich noch als letzte Herausforderung. Und das werde ich auch durchziehen. Ich werde es durchziehen. Ich werde hieran nichts verändern, wo ich sage, okay. Machen wir es noch spannender oder so. Wir lassen das Modpack so, wie es gedesignt wurde. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Öffne eine Loot-Chest. Bekomme eine Einbaukische. So, was sollen wir jetzt machen? Jetzt sollen wir einen Silkworm kriegen generell. Also ein Sieb aufbauen. Machen wir. Mach mal so. Wow. Das war ja super. Auf jeden Fall, es sollte jetzt gut rübergekommen sein, dass ich jetzt dieses Mal ernst meine. Und was mache ich hier? Wie gesagt, ich habe das Modpack schon mal etwas gespielt. Ich habe es im zweiten Spielmodus, im Expert-Mode. Also der Kappa-Mode ist der Expert-Expert-Mode, kann man bald sagen. Also, es gibt halt drei Spielmodi. Den normalen, das ist halt normal. Dann gibt es Titan, das ist der Expert-Mode. Und wir spielen jetzt hier Kappa und das ist der Expert-Mode vom Expert-Mode, kann man sagen. So. Und ich habe es hier bisher nicht weiter geschafft. Ah, ich wollte schon gesagt haben. Ich habe den ME-Controller noch nicht mal geschafft. Also das ME-System war immer bei mir so ein Knackpunkt. Und ich werde jetzt auch schauen, dass ich alles gut verbaut kriege. Also alles irgendwie so in Hütten oder sowas oder eigene Flächen. Ich möchte halt wirklich nicht so ein Kistenchaos oder sowas haben. Das ging mir schon bei... Infinity Evolved auf die Eier. Und dementsprechend werden wir es jetzt auch hier verhalten. So. Slaps haue ich hier rein.
Was wir jetzt mal machen, können wir eine Schere machen? Hm, können wir nicht. Gut. Dann machen wir das so. Und produzieren schon mal etwas Erde. Ich kann ja jetzt gleich, während wir mal hier etwas warten, schon mal so ein, zwei Rezepte zeigen, die uns erwarten werden. Oh, stimmt, die Fackel brauche ich ja gar nicht. Habe ich ganz vergessen, dass wir dieses kleine Wunderteil da haben, das man gerade gesehen hat. Das hier, Mana-Flash. Dementsprechend werden wir jetzt einmal hier, ne? Gut, ein wenig Holz farmen. Etwas auf Vorrat. Gut, die sind jetzt gleich fertig. Drei Bäume möchte ich noch fällen. Erstmal mal währenddessen hier die Apples. Kostet uns ja nur einen Apfel und ein Ei. Gut, dass wir eine Fackel haben. Das war ja schon wieder so ein typischer Flash. Ja, Flash, hm. Das war ja echt ein super Fehler am Anfang. Aber naja. Wer Dosh kennt, der weiß, ohne Fails geht es nicht, Ende. Ein Dosh failt nicht, er macht es sich nur bewusst schwieriger. Wer war denn mal, der hier so in der dritten Person immer gesprochen hatte? Lothar Matthäus, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich finde ja auch hier dieses... Ich weiß nicht, wer es kennt, aber dieses gibt so ein Bild im Internet. Der deutsche Schäferhund, gibt nicht Pfote, er salutiert. Oder der deutsche Schäferhund macht kein Häufchen. Er... ich glaube, der macht ein Minenfeld. Ich finde dieses Bild so geil einfach. Aber naja. So. Die Erde würde ich sogar sagen, lassen wir hier. Also vom Thema her, das ist unser Anfang. Ihr seht ja schon kommen, dass ich irgendwann einfach sage, ach, weißt du was? Mir Latte. 15 sollte reichen. Das gibt uns 30, genau. Jo, so wollte ich das nicht. Ich habe aber wieder richtig, richtig Bock auf so ein Skyblock-Modpack. Das Modpack danach habe ich auch schon ausgesucht. Ich will wieder ein Modpack generell wieder zocken. So, ich will wieder so ein Modpack OTP werden, also Modpack One-Trick Pony. Ja. Wer es nicht kennt, ist ein LOL-Begriff. Das heißt einfach so quasi, man macht nichts anderes. Und ganz ehrlich gesagt, machen wir was anderes, beziehungsweise ich. Nö. So, einmal hier hoch mit euch. Sehr schön. 31 Holz. Den Apfel können wir noch essen. So, und dann haben wir jetzt schon mal gut Holz über. Können wir ja schon mal hier so anfangen, ne? Ah ne, das geht hier noch nicht. Machen wir mal 12. So, Blank Pattern. Machen wir das hier einmal. Part Builder. Dann Stencil Table. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Das und das. Einmal. Zweimal. Update. Quiz Update, Learning to Tinker.
Mal sowas hier, aber dafür brauchen wir noch das Sieb. Ja gut, dann machen wir da mal so. Machen wir mal hier die Bäume groß. Die Silkwürmer haben wir ja jetzt schon mal. Wie viele haben wir? 14. Alter, da wird sogar alle reinhauen, die wir haben. So, da warten wir jetzt. Und wir bauen uns hier die Tische hin. Und machen uns dann schon mal etwas Holzwerkzeug. Gibt eigentlich nicht so wirklich viel, was ich momentan am Anfang gerne hätte. Vielleicht so eine Axt erstmal, eine Pickaxe brauchen wir eigentlich noch nicht. So. Das brauchen wir. Wollen wir gleich einen Mattock machen? Komm. So. Das brauchen wir. Und es geht natürlich nicht. Okay. Wir haben hier noch Saplings. Dann machen wir noch mal ein bisschen Erde. Ich bin ein Idiot. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Was hier geht. Hey, wir können hier diese kleinen Pebbles, diese Kieselsteine rausholen. Und die dann aufheben. Kriegen wir 4 aus 4 Stück Cobblestone. Du. Das ist gut. Wir sind Profis. Wir rasieren durch das Modpack durch. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da. Und sonst so? Lesen sollte gelernt sein. Was können wir noch machen? Ja. Ja gut, lass uns auch Elemention nehmen oder Terrasteel. Ja gut, das hängt jetzt gerade eigentlich hier von ab, ne? Was brauchen wir nochmal für ein Sieb? Wie viele? Ein paar. Gut, haben wir. Dann bauen wir uns nochmal das Sieb auf. Können eigentlich auch schon bald die Folge beenden. Meine Fresse. Haben einen String über. Sehr schön. Quest complete. Packen wir dahin, ja. Dann completen. Claimen wir hier noch den Reward, ne? Oder wir wollen mal kurz den Claim. Ach ja, schöne alte Zeit wieder aufbringen, nicht wahr? 2 Standard Loot Chests. Wooden Irrigation Channels und Seed Storage. Alles klar. Und ein Fuel Efficiency Upgrade. Das ist schon mal sehr gut. So, ich würde sagen, wie es weitergeht. Wir warten, bis der Baum hier komplett so zugewuchert ist. Dafür gehe ich auch mal vielleicht gleich mal so auf Toilette oder schon mal ein Video an und so weiter. Währenddessen. Wahrscheinlich ja das zweite, ich war eben schon auf Toilette. Ja gut, viel zu viel Information. Alles klar, ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir schauen beim nächsten Mal, dass wir die ersten Erse bekommen. Und deswegen, Mario, schwenkt der Hut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.